Die Welt ist mein Speicher. Nicht? Also die meiste Information vielleicht, die ich habe, jedenfalls ein großer Teil der Information, die ich habe, stammt aus der Welt. Nicht? Meine unmittelbare Umgebung zum Beispiel. Und das geht verloren. Nicht? Und das ist vielleicht der wichtigste Verlust dieser Mode von Welterkennung, die uns der Computer gebracht hat. Hörräume. Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Ich begrüße Sie zu einem Beitrag aus unserem Akademiearchiv. Mensch-Maschinen oder Maschinen-Mensch war der Titel einer Tagung im Mai 1990, also vor 33 Jahren. Ziel der Tagung war die kritische Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Thema der künstlichen Intelligenz. Die Tagung leiteten Tim H. Klotz und Willi Wensch von der Evangelischen Akademie in Bad Boll. Wir hören den Vortrag Gesellschaftsverändernde Einflüsse der maschinellen Intelligenz von Josef Weizenbaum. Herr Weizenbaum ist 1923 in Berlin geboren und wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Er war zuletzt Professor für Computer Science am Massachusetts Institute of Technology, MIT. Seine herausragenden Leistungen waren unter anderem die Beteiligung an der grundlegenden Entwicklung des Internets und die Entwicklung von ELIZA, einem Computerprogramm, das mit Hilfe von natürlicher Sprache ein therapeutisches Gespräch simulierte. ELIZA gilt heute als der Prototyp des modernen Chatbots. Seine Erfahrungen der Emigration aus Deutschland, dem Zweiten Welt und dem Vietnamkrieg, aber auch die Erkenntnisse durch den Einsatz von ELIZA veranlassten ihn zu eindringlichen Mahnungen für einen kritischen Umgang mit Computertechnologien und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Der Wissenschaft schrieb er hier eine große Verantwortung zu. In seinem Vortrag Gesellschaftsverändernde Einflüsse der maschinellen Intelligenz führt uns Josef Weizenbaum humorig und behutsam in Grundkenntnisse der künstlichen Intelligenz ein und verdeutlicht die daraus entstehende Verantwortung für Politik, Bildung, Wissenschaft und für uns alle. Viel Spaß im Akademiearchiv. Mein Name ist Albert Decker. Ich bin Studienleiter und Beauftragter für die digitale Diskursarbeit. Also immer noch guten Morgen. Ich betone das, weil bei mir zu Hause ist es jetzt 5 Uhr morgens. Und ich betone das, um zu sagen, dass ich fühle mich hier auf einmal in einer ganz anderen Welt als zu Hause. Nicht nur der große Zeitunterschied und sowieso der Unterschied zwischen Europa und Amerika, der leider immer weniger wird. Das heißt nicht, dass wir mehr europäisch werden, sondern dass ihr mehr amerikanisiert werden mit allen den Folgen, die dazu zu rechnen sind. Da wünsche ich Ihnen Glück. Aber auch in einer ganz anderen Welt, weil eben hier die künstliche Intelligenz, das Gebiet, das Forschungsgebiet, das Arbeitsgebiet, ganz anders, würde ich sagen, besprochen wird, vielleicht sogar verstanden wird, als bei uns zu Hause. Und dazu meine ich, dass dieser Unterschied, die starke oder die harte KI gegenüber der schwachen oder sanften KI, dass der Unterschied in einem gewissen Sinn sehr viel größer ist, und dass man nur sehr selten in solch einer Tagung reinkommen könnte wie hier, wo was wir bisher gehört haben, ist alles sozusagen ein Argument, dass die starke KI nicht stimmen kann. Nicht? Bei uns wird geglaubt, also am meisten wird geglaubt und gelehrt, dass es tatsächlich stimmt sozusagen, nicht? Dass es das richtige Menschenbild hervorbringt, das richtige Weltbild hervorbringt und so weiter, und dass die Vertreter der sanften KI,
oder keine KI überhaupt, dass die eben vielleicht so einen religiösen Tick haben oder romantisch sind und sich einfach nicht zurechtmachen können mit der modernen Welt, aber das werden sie schon bald lernen. Und wie weit das geht, kann ich vielleicht am Ende sagen. Jedenfalls ist es hier ganz anders. Na, es wurde schon davon gesprochen im Anfang, dass wir verschiedene Enttäuschungen, wir Menschen verschiedene Enttäuschungen erlebt haben, zum Beispiel die manchmal fehlt mir ein Wort auf Deutsch und da hat mir jemand gesagt, das Deutsch ist ganz genauso wie Englisch, nur richtig ausgedruckt. Also Kopernikanische Revolution, die uns bewies hat sozusagen, dass wir doch nicht das Zentrum des Universums sind. Die darwinistische, dass wir eben nicht so besonders sind, wir sind auch Tiere. Was nicht erwähnt wurde, war die freudische, also die uns lehrt, dass wir selbst nicht die Herrscher unserer eigenen Rationalität sind, sondern das kommt von anderen Welten. Und jetzt die künstliche Intelligenz, die uns sagt, ja, wir sind tatsächlich Maschinen, nicht nur Maschinen in den früheren maschinellen Sinn, also dass wir Hebel haben und solche Sachen, sondern ganz und gar. Und wie gesagt, ich werde auch später sagen, wie weit das tatsächlich geht, ganz besonders in Amerika. Es ist eben der Fall, dass wir können uns nicht helfen als Gesellschaft oder als Einzelne. Wir können uns nicht helfen. Wir haben einen Drang, unsere Welt zu verstehen. Auch unsere eigene Umgebung, ich meine als Einzelne jetzt. Wir können uns nicht helfen, erstmal Modelle herzustellen, und dann könnte man auch sagen Analogien, Metaphern. Alles, was wir wissen, wissen wir in der Form von Metaphern. Und so, man könnte sagen, alles, aber werde ich ein bisschen zurück sagen, also fast alles, also die Frage kommt, also wo wir das erste Wissen herhaben. Aber Sie wissen doch, dass ich weiß überhaupt nichts von Computer, bitte erklären Sie mir, was sind die Dinge überhaupt? Nicht? Dann muss ich zuerst fragen, also was wissen Sie schon? Nicht? Und wenn Sie sagen, ja, ich kenne Dampfmaschinen zum Beispiel, nicht? Dann würde ich anfangen, sicherlich zu sagen, ja, in einem gewissen Sinn sind Computer genauso wie Dampfmaschinen. Und ich werde versuchen, eine Analogie zu machen, sodass Sie endlich verstehen, was ein Computer ist, zum Beispiel. Ich will, alles, was wir wissen, ist besonders intellektuell, kommt aus diesen Analogien. So, wir können uns nicht helfen, Modelle herzustellen. Wir können uns auch nicht helfen, Induktionen zu machen. Na, Induktion bedeutet, Schlüsse zu finden, die eben die Breite der Evidenz überschreiten. Ein Beispiel. Sagen wir, Sie haben noch nie so einen ganz kleinen Handrechner gesehen, wo man addieren kann und solche Sachen, nicht? Subtrahieren und so weiter. Sie haben das noch nie gesehen. Jetzt zeige ich Ihnen einen. Nicht? Sagen, sehen Sie hier, wenn man hier, sagen wir, 12 eintippt und dann plus und dann 5, dann addiert es und das zeigt es 17, die Summe. Nicht? Versuchen Sie es doch selbst. Und jetzt machen Sie das selbst und Sie tippen rein, also 5 und 9 und sagen wir 7 Muster, solche Sachen. Nicht? Tippen Sie dann ein, dann geben Sie es mir zurück. Sie werden ja nicht das 100 Mal versuchen, weil nach 3 oder 4 Mal glauben Sie, dass es bewiesen ist sozusagen und dass Sie die Sache verstehen. Jetzt ist es unmöglich. Und ich meine das ganz genauso, wie ich das sage. Also einfach, es ist einfach unmöglich für einen Mensch, für Sie, zu glauben, dass dieser Handrechner gerade die Zahlen addieren kann, die paar Zahlen addieren kann, die Sie eben versucht haben und keine anderen.
Das können Sie nicht glauben. Das ist einfach eine Unfähigkeit in unserem Denken. Sie müssen denken, ja, also das kann addieren, und wenn ich jetzt noch zwei Zahlen reinstecke, also andere, die würden auch richtig addiert. Nicht? Sie können nicht glauben, dass die Evidenz, was die Welt Ihnen zeigt, dass es ganz genau so ist und nicht mehr. Das ist auch der Trick, würde ich sagen, einer der Tricks der Hochstaplers, von denen ich einer bin, und ich meine jetzt Eliza, nicht? Das System ist sehr beschränkt und so weiter, aber wenn jemand da mit diesem System sich unterhält sozusagen, nicht, dann kann dieser eben nicht glauben, dass das System macht gerade, was er gesehen hat, aber nicht mehr. Nicht? Genauso wenig, und damit Schluss, genauso wenig, dass nachdem ich gesprochen habe, können Sie nicht glauben, also dass ich gerade das Deutsch, was ich gesprochen habe, beherrsche und nichts anderes, kein anderes Deutsch. Ich meine keine Worte mehr, dass ich jedes Wort benutzt habe, das ich kenne und so weiter. Das können Sie einfach nicht glauben. So, wir müssen unser Verständnis erweitern über die Evidenz, die Natur, die wir uns einander geben. Das ist unser Schicksal. Jetzt möchte ich etwas über Modellbauen sagen, was sehr wichtig ist. Ich möchte ein Beispiel geben. Was ist überhaupt ein Modell? Es ist eine kleine Geschichte, die ich mal ausgedacht habe. Da ist ein Mann mit einem kleinen Kind bei der Hand, spaziert in einem Feld, vielleicht mit Bäumen und so weiter. Und da sieht man da drüben so einen Hügel, einen Schlammhügel, und auf dem Schlammhügel oben sitzt ein Elefant. Und die beiden gehen da vorbei, und dann sagt das Kind zum Vater, Vati, wie lange würde es dauern, für diesen Elefant da oben runterzurutschen? Das ist eine ganz natürliche Frage. Und da sagt der Vater, na, Augenblick mal, und er denkt vielleicht eine halbe Minute, und dann sagt er, also so ungefähr 90 Sekunden, könnte auch 92 sein oder 88, aber in dieser Gegend, nicht? Was hat der Vater gemacht, nicht? Also besonders da er in MIT studiert hatte, hat er sich ein mathematisches Modell hergestellt in seinem Kopf. Er hat den Schlammberg mit einer schiefen Ebene ersetzt. Er hat sich irgendwo vielleicht von seinem Gedächtnis, und jetzt bin ich überfordert, wie das auf Deutsch zu sagen, also Coefficients of, also Reibungskoeffizienten hat er sich rausgeholt, und er hat den Elefant hat er mit einem Massenpunkt ersetzt und so weiter, und dann hat er so eine kleine Differentialgleichung, die er dann löst, und was da rauskommt, ist ungefähr 92 Sekunden. Das ist das Modell, nicht? Und gerade dann fängt der Elefant an zu rutschen. Natürlich, da dieses eine moderne Familie ist, hat er eine Stoppuhr. Und da drückt er das Ding, nicht? Und dann, wenn der Elefant unten ankommt, drückt er es nochmal, und dann sieht er an, ach, das war 91 Sekunden. Also die Wissenschaft hat noch einmal gesiegt, nicht? Also dieses Modell, und das Modell hat sozusagen eine richtige Ausgabe gegeben, nicht? Und jetzt möchte ich die Frage stellen, was hat er mit in diesem Modell eingeschlossen, nicht? Also zum Beispiel der Winkel dieser schiefen Ebene, die ist da drin, nicht, im Modell. Und wie ich habe schon gesagt, der Reibungskoeffizient, den er vielleicht aus einem Buch hat oder eben gestern gelernt hat oder was immer, also das ist im Modell. Und der Elefant in einem gewissen Sinn ist im Modell, also als Massenpunkt, nicht? Und vielleicht zwei oder drei andere Sachen, die mir im Moment nicht einfallen. Jetzt möchte ich die umgekehrte Frage stellen. Was ist nicht im Modell? Also was nicht im Modell ist, dass heute Sonnabend ist oder dass die Sonne scheint oder dass der Krieg in Afghanistan zu Ende ist oder eben nicht zu Ende.
oder dass der Elefant kleine Haare hat oder wie der Elefant riecht oder was der Elefant schreit, wenn er schreit und so weiter. Oder dass der Elefant ein lebendes Wesen ist, dass er Wasser braucht, um weiterzuleben zum Beispiel. Nicht? Oder wie alt der Sohn ist. Alles das ist nicht drin. Wenn ich jetzt versuche, eine ausführliche Liste zu machen, was da nicht drin ist, dann würde ich nie zu Ende kommen. Weil da, also das, der Stand des Monds heute Nacht und wie weit weg Uranus jetzt ist von der Erde und so weiter und so weiter. Also es stellt sich aus, dass die ganze Welt, alles, was man über die Welt sagen kann, nicht drin ist, außer die 3 oder 4 oder 5 Sachen, die ich schon erwähnt habe. Nicht? Und so muss es mit einem Modell sein. Das ist eben der Unterschied zwischen dem Modell und was modelliert ist. Nicht? Und jetzt kommt die Frage, ja, wie entscheidet man, was da einzuschließen und was nicht einzuschließen? Sagen wir jetzt, ich bin eine Autofabrik und ich mache jetzt ein Modell eines neuen Autos, aus Holz zum Beispiel. Kann man doch sagen, ja, das ist doch kein Auto, da ist kein Steuerrad, da ist kein Motor drin und so weiter. Also was ich da einschließe, in diesem Fall einfach die Form des Autos, um vielleicht Windtunneltests zu machen, nicht? Was ich da einschließe, und das bedeutet auch, was ich dann auslasse, hat mit dem Zweck des Modells zu tun, hat alles mit dem Zweck des Modells zu tun. Nicht? So ist es auch, und es kann einfach nicht anders sein, so ist es auch mit der künstlichen Intelligenz oder irgendwelche andere Computermodelle. Da muss eine endliche Zahl von Eigenschaften, was von dem, was da modelliert wird, muss da drin sein. Und eine unendliche Zahl von Sachen, die auch in der Welt sind, sind nicht da drin. Und wie gesagt, was man da einschließt und nicht einschließt, hängt davon ab, was der Zweck des Modells ist. Und wenn jetzt der Zweck der künstlichen Intelligenz ist, wirklich ein Mensch zu simulieren oder modellieren oder so, dann könnte man aufgrund, was ich eben gesagt habe, könnte man sagen, ja, das ist unmöglich, also den ganzen Mensch in einem Computer zu erfangen. Das ist unmöglich, weil der Computer ist nicht groß genug. Nicht? Wenn man, und welches Instrument ist dann groß genug? Und ich würde jetzt sagen, das ist ein wichtiger Gedanke, das sollte man sich überlegen. Da muss man zu dem Schluss kommen, also die Welt, in der der Mensch lebt, ist das richtige Instrument. Wenn man irgendetwas auslässt, dann ist es schon nicht mehr der ganze Mensch. Nicht? Also ganz besonders natürlich die tatsächliche Umgebung des Einzelnen. Nicht? Da muss ich auch dazu sagen, es ist nicht notwendig, um dieses Argument zu machen, zu behaupten, dass der Mensch, von dem wir eben jetzt sprechen, dass dieser Mensch alle diese Sachen weiß, die ich nicht auslassen kann. Nicht? Und das hat auch mit dem inneren Mensch zu tun. Es ist eine Tatsache und das hat sehr viel mit der Sprache zu tun. Und das Verstehen der Sprache ist eine der wichtigsten Tatsachen des Menschen, eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen, ist, dass der Mensch sehr viel mehr weiß, als er sagen kann. Nicht? Wir wissen alle sehr viel mehr, als wir sagen können. Und es ist sogar der Fall, jedenfalls so glaube ich, dass es ist gerade die wichtigsten Sachen, die Sachen, die uns sehr wichtig sind, die wir nicht aussprechen können. Und das ist gerade, ganz nebenbei gesagt, das ist gerade die Motivation, sozusagen der Drang, unter dem der Künstler arbeitet. Der Künstler versucht, sagen wir, der Dichter versucht, etwas auszudrücken, das einfach in der üblichen Sprache nicht ausdrücklich ist. Nicht, dass man in der üblichen Sprache nicht sagen kann. Okay. Und er versucht, die Grenzen der üblichen Sprache zu überschreiten, indem er einen Rhythmus einbaut, zum Beispiel, also ein Gedicht macht und so weiter. Kann das auch nicht total funktionieren. Also das sind tatsächlich viele Sachen, die wir überhaupt nicht sagen können. Dieser Verlangen zum Beispiel nach Definition. Also wie können wir über Intelligenz sprechen, wenn wir keine Definition haben? Ja, die wichtigsten Sachen in der Welt, für die wichtigsten Sachen haben wir keine Definition. Und wenn wir versuchen, eine Definition machen, dann zerstören wir, was wir definieren wollen.
ich meine jetzt zum Beispiel, vielleicht das beste Beispiel oder einer der besten jedenfalls, Liebe, nicht? Also was immer, wenn man es definiert, hat man zu viel ausgelassen. Eine Definition ist auch eine Art Modell, nicht ein Modell so in wenigen Worten. Naja, so muss man sagen, dass von vornherein, dass die Aufgabe, die sich die künstliche Intelligenz gestellt hat, also den ganzen Mensch zu verstehen sozusagen in einem Modell, ist von vornherein einfach unmöglich. Ich benutze dieses Wort, der ganze Mensch, weil einer unserer größten Pionieren und Forscher erfolgreichsten Forscher in dieser ganzen Sache, ich meine jetzt Herbert Simon von Carnegie Mellon Universität, der also die sozusagen die harteste Seite der KI in Amerika mit anderen vertretet, dass er darauf besteht, dass die Aufgabe der künstlichen Intelligenz ist, den ganzen Mensch herzustellen sozusagen oder in einem Computer zu erfangen. Also ich glaube, das ist Hintergrund, den wir haben müssen, um über solche Sachen intelligent zu sprechen. Ich habe über Modell gesprochen und diese Induktion. Wir können uns einfach nicht helfen. Dann in der Entwicklung unserer Gesellschaft von der Frühzeit bis heute war es notwendig, verschiedene Modelle der Welt sozusagen in der Gesellschaft zu haben. Für eine ganz lange Zeit, jedenfalls jetzt spreche ich einfach von der westlichen Welt, für eine sehr große Zeit, das ist ja ganz elementar, das weiß jeder, hat die Religion sozusagen die Funktion erfüllt, uns ein Weltbild herzustellen. Und es ist ein Weltbild, das in dem alles eingeschlossen werden konnte. Das hat auch die Sprache, die Sprache der Religion, die war auch und die versucht immer noch in einem gewissen Sinn wirklich zu sein. Das, ich glaube, hier ist das deutsche Wort wirklich ein gutes Wort, also zu wirken und so weiter. Und heute, und jetzt spreche ich, und das muss ich sagen, ich spreche von dieser anderen Welt, in der ich lebe, also Amerika. Vielleicht ist es hier mindestens ein bisschen anders. Aber jedenfalls heute ist diese Sprache, jedenfalls in meinen Kreisen, einfach lächerlich. Nicht? Die Idee, dass die Welt oder irgendein Aspekt der Welt religiös erklärt werden kann, dass es sowas gibt überhaupt wie Gott oder Gottes Willen oder sowas, die ist einfach, wie gesagt, in meinen Kreisen, ich meine jetzt zum Beispiel die Universität und die Universitäten überhaupt in Amerika, sicherlich gibt es Ausnahmen, man könnte sagen, ausgelacht, vielleicht ist es ein bisschen strenger, also verachtet, wenn ich religiöse Metaphern benutze, vor den Studenten zum Beispiel oder meine Kollegen. Ich werde da so ausgelacht, als ob ich von Astrologie spreche zum Beispiel. Also es ist alles Aberglaube und hat mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Und stattdessen kommt ein anderes Weltbild. Das Weltbild, das Bild, die Welt als sozusagen als Computer. Inzwischen, wie Sie alle wissen natürlich, kam das mechanistische Weltbild aus der Zeit Newton und die letzten 200 Jahre. Da muss ich sagen, dass natürlich nicht ganz weg, nicht weg ist. Es war der ein großer englischer Physiker, ich weiß nicht, ob es Maxwell war, vielleicht war es Maxwell, jedenfalls der mal gesagt hat, ich glaube, dass ich etwas verstanden habe, nur wenn ich ein mechanistisches Modell davon durchdenken kann. Und wenn nicht, dann habe ich es nicht verstanden. Nicht? Und heute wird gesagt, vielleicht nicht immer ganz so deutlich, aber so ungefähr,
und besonders, würde ich sagen, in den Sozialwissenschaften in Amerika wieder mal, dass um etwas zu verstehen, bedeutet, ein Programm schreiben zu können, die dieses etwas enthält oder verkörpert. Nicht? Und wenn man das nicht machen kann, dann hat man es eben nicht, noch nicht, könnte man sagen, verstanden. Also hat der Computer jetzt die Rolle der Maschine, wie dieses Wort Maschine bis vor 100 Jahren oder sogar 50 Jahren verstanden war, hat der Computer dieses Bild entsetzt. Entsetzt ist ein Fehler. Das hat mit Freud zu tun. Ich meinte ersetzt natürlich. Und heute herrscht sozusagen das Computerbild, aber in einer sehr komischen Weise, würde ich sagen. Ich denke hier an die Relativitätstheorie und Albert Einstein überhaupt. Er sei besonders, so sagen wir, in den 20er Jahren in Deutschland und auch in der Welt verbreitet. Albert Einstein wurde ein, was wir heute Celebrity nennen würden, nicht? Eine Celebrity, ein berühmter Mann. Er war, so wie ein Filmstar war er begrüßt, wenn er mal, sagen wir, nach London kam oder so etwas, nicht? Und jeder, und die Zeitungen war voll von Relativität und so weiter. Und sehr wenige Leute hatten überhaupt das geringste Verständnis, was das überhaupt ist. Aber das Schlagwort sozusagen, und dabei hängt die Idee, also sehr, sehr ernst, dass heute hat die Physik verstanden, dass alles relativ ist, nicht? Das hat sich dann verbreitet und wie die Induktion sozusagen verbreitet nicht nur, wo es tatsächlich passt in den Domänen, sondern viel, viel weiter. Also alles ist relativ. Das bedeutet auch, dass Werte Beziehungen zwischen Menschen und so weiter, das ist alles relativ, nicht? Und das hat Einstein gesagt, das hat die Wissenschaft jetzt bewiesen. Man kann da sagen, dass warum das so einen großen Einfluss hatte und immer noch hat, ist, dass die Wissenschaft, und jetzt könnte man fast sagen die Computerwissenschaft, aber noch nicht, dass die Wissenschaft hat die Rolle der Religion übernommen. Und dass die Wissenschaft ist ganz bestimmt eine Ideologie geworden und sogar, würde ich sagen, zu einer organisierten Religion, zu einer Kirche. Um das ein bisschen zu unterstützen, werde ich sagen, wir haben ja alle, in der Wissenschaft haben wir ja alle so Merkmale der organisierten Religion. Wir haben unsere Kirchen und sogar unsere Kathedralen. Ich meine jetzt zum Beispiel MIT in Amerika ist also eine Kathedrale der Wissenschaft, nicht? Und da haben wir unsere Priester und auch die höheren Priester und die Bischöfe und sogar die Kardinäle. Also Minsky wurde hier mehrmals erwähnt. Er ist bestimmt ein Kardinal in dieser Kirche. Und wir haben auch Sünden. Wir haben, und ganz bestimmt, und das ist vielleicht das Wesentliche, wir haben ein Dogma. Wir haben eine Sammlung von Ideen, die man glauben muss, um Mitglied zu sein, um mitzumachen. Nicht? Und dann natürlich haben wir Heretiker und wir haben auch Strafen. Genau wie die Kirche Strafen hat für Heretiker, haben wir auch Strafen in der Wissenschaft. Und natürlich Zeremonien und alles das. Also es hat die Wissenschaft im Allgemeinen hat diese Funktion übernommen. Und wie gesagt, besonders der Computer. Und wieder mal haben sich Ideen verbreitet. Man muss sagen, ganz anders als mit der Relativität haben sich Ideen verbreitet, die von den Wissenschaftlern, also jetzt meine ich Computer Scientists, wie wir die nennen, selbst sozusagen unterstützt sind, obwohl sie völlig unsinnig sind. Ich meine jetzt, dass man kann das in Einsteins Briefe lesen, dass er war ganz entsetzt und er wusste gar nicht, was er darüber machen könnte, nicht, dass diese Relativität in die Welt rausgegangen ist
und solche falsche Versionen und falsch angewendet und so weiter. Und leider hat die Presse das ein bisschen unterstützt, vielleicht mehr als ein bisschen. Aber in unserer Welt ist das ganz normal. Das heißt, die Idee, dass Computer zum Beispiel, dass Computer denken und dass sie uns bald überholen werden und alles das und dass das menschliche Denken nichts anderes ist als Computation, also Rechnen und so weiter. Diese Ideen verbreiten sich in der Allgemeinheit und werden dann von Computerwissenschaftlern unterstützt. Und ich habe schon gestern erwähnt, die Idee, dass Computer Sprachen verstehen und dass im breitesten Sinn von dem Begriff verstehen. Das stimmt nicht. In diesem Sinn verstehen Computer überhaupt nichts. Aber es sind sehr wenige Computerfachleute, die dann protestieren und die sagen würden, nein, das meinen wir nicht. Das ist eine ganz begrenzte Idee von Verstehen und so weiter. Sehr wenige meiner Kollegen stehen auf und sagen das. Das natürlich hat gesellschaftliche Folgen. Ich möchte noch eine andere gesellschaftliche Folge illustrieren, die auch mit Menschenbild zu tun hat. Die meisten von Ihnen hier sind viel zu jung, sich daran zu erinnern, aber in den Zwischenkriegsjahren, bis 1950 vielleicht sogar, so spät, vielleicht nur 48, da herrschte der Behaviorismus in der Psychologie fast als absolut. Das war Dogma. Und der Behaviorismus sagte, ganz kurz gesagt, ich muss sagen, ganz besonders in Cambridge, Massachusetts, wo Skinner natürlich arbeitet, und ganz kurz gesagt hat der Behaviorismus gesagt, um wissenschaftlich Psychologie zu machen, dürfen wir nur über konkrete Beobachtungen sprechen, also Sachen, die wir tatsächlich beobachten können. Und wir können nicht beobachten, ob jemand eine Idee hat. Sagt jemand, ich habe eine Idee. Man kann nicht wissenschaftlich fragen, was das bedeutet, wir können nichts beobachten. Nicht? Wir dürfen nur darüber sprechen, also die Behavior, das Verhalten eines Menschen, darüber können wir sprechen, darüber können wir Wissenschaft machen. Das bedeutet, dass der Mensch sozusagen eine Black Box ist, was da innen vorgeht. Da wir es nicht sehen können, dürfen wir darüber nicht sprechen. Und dann kam der Computer und auf einmal hatten wir ein Instrument, das in einem gewissen Sinn ein Verhalten hat. Und dazu könnten wir drinnen reinsehen. Wir könnten sagen, was da los ist, was da vorgeht. Nicht? Und diese Idee, zusammen mit diesem Zwang zur Induktion, das hat sozusagen in einem Schlag den Behaviorismus einfach abgeschafft. Und natürlich den Computer als Metapher sehr, sehr mächtig eingeführt. Und dazu möchte ich sagen, dass der Computer ist eine, als Metapher, ist eine sehr starke Muskel sozusagen. Und da ist die Versuchung, und nicht nur die Versuchung, vielleicht ist das, was öfters passiert, dass die Versuchung, eben sehr schwache Ideen mit diesen sehr starken Muskeln zu bewegen. Nicht? Und dann ist man sehr beeindruckt bei dieser Kraft, die man da sieht. Nicht? Und man vergisst, dass die Ideen selbst tatsächlich sehr schwach sind. Und da kann man sehr viel sagen, kann auch wissenschaftlich und so in wissenschaftlicher Sprache über was das Denken ist und was ein Mensch ist überhaupt. Und das macht dann einen sehr großen Eindruck und also das führt dann zu diesem Dogmatismus, von dem ich schon gesprochen habe. Eine andere Folge, ich muss ziemlich kurz machen hier, eine andere Folge ist, dass der Computer hat uns eine
eine Schrift sozusagen, ich meine jetzt Schrift auf Englisch Notation gegeben, so wie zum Beispiel die musikalische Notation oder die Mathematik, nicht? In dem sehr, sehr viel ausgedrückt werden kann, das wir vorher nur in Sprache ausdrücken könnten oder mit anderen Zeichnungen und so weiter. Und das führte dazu zum Teil, also nicht, man kann das nicht nur eine, ist nicht nur eine Ursache, aber führte dazu zum Teil, dass wir im Allgemeinen Probleme in unserer Welt vereinfachen, indem wir sie technologisieren sozusagen. Wir machen aus einem Problem ein technologisches Problem. Und heute kann man das sehr leicht, weil man es immer in mit Computersprachen und als Programm herstellen kann oder zeigen kann. Und dann natürlich haben wir das Instrument, diese Probleme, diese verwandelten Probleme, die jetzt technologisch sind, die können wir jetzt in Anführungsstriche lösen, jedenfalls angreifen mit Hilfe der Instrumente, die wir jetzt haben, ganz besonders der Computer. Und das ist vielleicht einer der größten und gefährlichsten sogar Änderungen in unserer Gesellschaft seit dem Computer. Na, aber was da ganz besonders gefährlich ist, ist, dass diese Technologisation, die von der ich gesprochen habe, die beschränkt sich nicht auf Sachen, wo tatsächlich der Computer etwas machen kann, sondern der Metapher selbst ist sehr, sehr erweitert. Ich kann das jetzt nicht ausführlich sagen, da werde ich es ganz, ganz kurz einfach sagen. Das Beispiel, zum Beispiel der Vietnamkrieg in der Geschichte Amerikas. Es ist nebenbei interessant, wenn ich den Vietnamkrieg zu Hause erwähne vor Studenten, da wissen sie kaum, von was ich spreche. Das war so wie ein napoleonischer Krieg oder im Mittelalter oder irgendwann, nicht? Das ist schade, aber so ist es. Na, jedenfalls dieser Krieg. Dieser Krieg kam, ist natürlich vereinfacht, nach einem Muster eines frühen Paradigmas in der künstlichen Intelligenz. Das hieß General Problem Solving oder GPS. Also eine Methode, ganz allgemein Probleme zu lösen. Und diese Methode ging so ungefähr so. Also ganz wieder mal vereinfacht. Wann hat man überhaupt ein Problem? Man hat ein Problem, wenn der Ist-Zustand anders ist als der Soll-Zustand, nicht? Sonst hat man kein Problem. Und wenn das so ist, dann muss es doch Unterschiede geben zwischen Ist und Soll, nicht? Die Unterschiede kann man finden, die kann man vielleicht eine Liste machen. Und dann sieht man sich rum, welche Instrumente habe ich, mit dem ich den Ist-Zustand jetzt verändern kann, sodass ich mindestens diese Unterschiede verringern kann. Nicht? Dann wende ich diese Instrumente an und dann gucke ich nochmal, also wie sieht es jetzt aus. Und wenn ich damit fertig bin, vielleicht entwickeln sich dann so sogenannte Unterprobleme, die löse ich genauso. Wenn ich fertig bin, dann bin ich im Sollzustand und dann ist das Problem gelöst. Nicht? Jetzt wenden wir das an in Außenpolitik, amerikanische Außenpolitik, nicht? In der Vietnamzeit. Da sehen wir Vietnam, also Südostasien. Und wir sehen da, die Kommunisten sind, die bösen Kommunisten sind da. Und wenn wir jetzt Vietnam loslassen, dann nächstes wird Kambodscha und dann und so weiter, diese Domino-Theorie. Nicht? Also das ist ein Problem. So sollte es nicht sein. Vietnam sollte unsere Herrschaft sein. Und welche Instrumente haben wir? Ja, wir haben Diplomatie und so weiter. Wir haben auch finanzielle Mittel und so weiter. Das offensichtlich hat nicht gewirkt und da haben wir das Militär. Okay, dann schicken wir das Militär rein. Und leider hat niemand das richtig durchgedacht bis zum Ende, also wie weit das gehen kann und so weiter. Und auch nicht die innenpolitische Frage, inwieweit die amerikanische Bevölkerung das alles tragen wird. Aber mehr will ich nicht darüber sagen. Einfach dass diese Technologisation, von der ich spreche, und dann die Lösung, und zwar diese Anwendung, dass nicht nur das Computer angewendet werden. Aber ich werde erwähnen ganz kurz die amerikanische Schule. Die amerikanische Schule im Allgemeinen ist fast total kaputt. Es ist eine riesige Katastrophe.
Und ich kann in wenigen Worten das nicht beschreiben. Jedenfalls würden Sie mir sowieso nicht glauben. Dass zum Beispiel das Hauptproblem in unserer Schulen heute in den Großstädten ist nicht mehr das Drogenproblem. Nicht, weil das Drogenproblem abgenommen hat, sondern weil ein neues Problem dazugekommen ist. Und das ist die Bewaffnung der Schüler und das Waffentragen in der Schule, zum Beispiel die Schule. Ist auch so ungefähr ein Drittel unserer jungen Leute, ich meine jetzt so zwischen 16 und 30 zum Beispiel, ungefähr ein Drittel sind funktional Analphabeten. Das ist USA, von der ich spreche. Die allerbesten Studenten, die gehen zu den Spitzenuniversitäten, unter denen man MIT zählen kann. Also es ist eine private Universität, wir können uns unsere Studenten auswählen. Da würde ich sagen, dass allermindestens, sehr konservativ gesagt, dass die Hälfte, wenn sie ankommen und auch wenn sie fertig machen, nicht in der Lage sind, zwei Absätze auf Englisch zu schreiben ohne Fehler. Und sogar, dass man, wenn man die Fehler findet und sagt ihnen einfach, da sind zwei Fehler drin, können sie die Fehler nicht finden. Ich hatte mal, es tut mir leid, aber ich muss das einfach mal sagen, ich war mal in einer Tagung, ein Wissenschaftler, also ich weiß nicht, da sitzen 300 im Auditorium, und da habe ich einen Satz, da hatte ich so ein Projektor, dann schrieb ich einen Satz auf Englisch, oder vielleicht war es zwei oder drei Sätze, und dieser Satz behauptet, oder diese Sätze behaupten selbst, dass da Fehler in diesen Sätzen waren, nicht zwei, glaube ich, nicht. Und da sitzen 200-300 Leute, alle promoviert. Und ich habe dann das Publikum aufgefordert, die Fehler zu finden. Niemand konnte sie finden. Dann später sind viele zu mir gekommen, hinterher. Ich sage, was waren denn die Fehler? Also die Schule ist kaputt, nicht? Und was machen wir dann? Wir sagen, ja, wir haben Instrumente, mit denen wir das ändern können. Besonders Computer. Also wir haben Computersysteme, wo man beweisen kann, dass diese Systeme tatsächlich Schülern helfen, lesen zu lernen. Tatsächlich helfen. Nicht? Da sagen, na, was willst du denn? Da haben wir es. Nicht? Aber natürlich, was dabei, ich meine jetzt das ganz allgemein, Schule ist hier just nur ein Beispiel, und was da fehlt, ist die Fragestellung, warum können die Kinder nicht lesen lernen? Und es ist, als ob ich mit einem Schmerz zum Arzt gehe und der Arzt oder die Ärztin sagt mir, also hier ist Aspirin, nicht? Und es hilft tatsächlich, nicht? Aber inzwischen sterbe ich, also weil das die Krankheit noch schlimmer macht oder so, nicht? Und ich meine das ganz allgemein, also dass wir sind so fasziniert, das ist ein Einfluss der Technologie überhaupt und dieses Anbeten der Wissenschaft und ganz besonders der Computer, der heute die Verkörperung sozusagen aller dieser Sachen sind. Eine Folge davon ist, dass wir sind nicht mehr gewöhnt, die tieferen Fragen zu stellen. Wir haben für alles eine Lösung. Die Lösung muss nicht der Computer sein. Oft ist es der Computer, indem wir Probleme in Computerprobleme verwandeln. Nicht? Aber jedenfalls ist es die Technik. Ganz schnell. Also ich will noch etwas sagen. Dieses Anbeten der Wissenschaft. Ich war vor 2 Jahren oder so, war ein großer Kongress, vielleicht waren manche von Ihnen da in Hannover. Geist und Natur hieß es. Nicht? Und war eine ganze Menge von Menschen, ich nehme an, so wie Sie zum Beispiel, die wirklich glauben, dass es sowas gibt als Geist und auch Natur. Und also die nicht Fachidioten waren oder Computerüberzeugten und so weiter. Und ich habe bemerkt, in den vielen Vorträgen, meistens von Humanisten und auch Theologen und so weiter, fast jeder hat die Quantenmechanik erwähnt.
Sogar, als ich dann meinen Vortrag geben musste, fange ich an, indem ich sage, ich möchte zuerst die Quantenmechanik erwähnen, weil, wie ich sehe, ist das hier die Sitte, nicht? Also jetzt habe ich es erwähnt. Und warum haben Sie die Quantenmechanik erwähnt? Weil die Quantenmechanik uns gelehrt hat, dass man keine Beobachtung machen kann, ohne dass die Beobachtung selbst die Situation verändert. Nicht? Also dass in einem gewissen Sinn, dass sogar in der Physik ist die reine Objektivität eine Illusion. Nicht? Ist eine Illusion, die wir brauchen können, aber wir müssen, genauso wie mit Analogien und Metaphern, wir müssen immer wissen, nicht, dass das der Fall ist, also dass es begrenzt ist und so weiter. Na, warum haben Sie das erwähnt immer? Weil was uns schon die alten Griechen gelehrt haben und ganz bestimmt Goethe zum Beispiel und viele andere Dichter und Denker, ist auf einmal sozusagen von der Wissenschaft selbst und sogar von der hohen Wissenschaft, die wir Physik nennen, jetzt bestätigt. Nicht? Na, warum muss man das erwähnen? Jetzt können wir es glauben. Nicht? Sogar die Humanisten sind in diese Falle gefallen. Nicht? Dass wir müssen das erwähnen, sehen Sie, sogar die Wissenschaftler haben uns jetzt unterstützt. Nicht? Als ob das die Idee irgendwie verstärkt. Nicht? Das macht es doch nicht. Schließlich, weil die Zeit eben so vorbeirennt, möchte ich etwas sagen über die ganz andere Welt, in der ich lebe. In der Artificial Intelligence Community, wie wir das nennen, also die KI-Gemeinde sozusagen, die in Amerika ziemlich groß ist und natürlich besonders in den Universitäten und ganz besonders in den Spitzenuniversitäten, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. In Amerika sind das 3. Stanford-Universität in Kalifornien, Carnegie Mellon-Universität in Pittsburgh, Pennsylvania und MIT in Cambridge, Massachusetts. Und das sind die Hauptuniversitäten. Und da ist es einfach, ich habe schon das Wort Dogma benutzt, es ist einfach Dogma, wie soll ich das sagen? Nochmal anfangen. Also das Dogma ist, dass wir sind jetzt zu einer Stufe gekommen, wir sind jetzt auf einer Stufe, in dem wir Maschinen herstellen können, die nicht nur Computer sind, die so auf dem Tisch sitzen, wie dieser Macintosh da, sondern die in Roboter eingebaut sind, also die sich durch die Welt bewegen können und die natürlich auch Sensoren haben, so Fernsehaugen zum Beispiel und Mikrofone, sie können hören, sie können auch tasten und fühlen und so weiter und so weiter. Das haben wir, da ist keine Frage, nicht? Aber jetzt geht es weit, dass diese Computer, diese Roboter werden immer kluger und die werden auch lernen, nicht nur von was wir eingeben, sondern von ihrer Erfahrungen, nicht? In der Welt, in der sie sich bewegen und so weiter. Und um das ganz kurz zu sagen, es wird nicht sehr lange dauern, vielleicht 40, 50 Jahre, bis wir wirklich einen uralten Traum erfüllen können. Das ist, dass wir den menschlichen Geist zu diesen Computern, zu diesen Robotern übertragen können. Nicht? Das sieht man in Science-Fiction-Filmen am Fernsehen und so weiter. Also, das Wort hier ist Download, also dass man den menschlichen Geist einfach abladen kann in einen Computer. Nicht? Und dann ist dieser Computer. Ich muss hier ganz betonen, dass ich spreche hier sehr, sehr ernst. Nicht? Das ist nicht Bildzeitung. Nicht? Das ist sehr, sehr ernst, dass daran arbeiten hunderte Leute
Und das wird den Studenten als das große Problem vorgetragen. Also dass man den Geist dann in einen Computer reinschieben kann sozusagen und dass dann dieser Computer, der jetzt meinen menschlichen Geist enthält, also gerade meinen, nicht allgemein, der ist dann die Person, der ist dann Josef Weizenbaum. Nicht? Und zum Beispiel, um das zu klar zu machen, dass wenn ich in dieser Zeit, also leider bin ich zu früh geboren, aber wenn ich zu dieser Zeit, wenn ich sehe, dass da kommt das Auto und ich werde ganz sicher überfahren, nicht, dann kann ich schnell diese Da taucht die Frage auf, unvermeidlich, was ist denn die Essenz Menschensein? Nicht? Was bedeutet es denn Menschensein? Diese Frage müssen wir beantworten, wenn wir von dieser technischen Möglichkeit sprechen und wir glauben, wir können es und wir arbeiten daran. Wir müssen eine Forschungsrichtung haben, da müssen wir die Frage beantworten, was ist denn der Mensch überhaupt, also wesentlich? Und die Antwort ist, und ist ganz deutlich, und ich muss wiederholen, dass wenn ich so meinen Kopf schüttel über solche Ideen, da verstehen meine Kollegen nicht. Sie wissen einfach nicht, was mich dabei stört, nicht, oder was ich dabei nicht richtig finde. Aber okay, die Frage muss beantwortet werden. Was ist dann das Wesentliche im Mensch? Und die Antwort ist Information. Also der Mensch ist ein Pattern, das heißt ein Muster. Und dieses Muster ist in einem gewissen Sinn Information, und es ist diese Information, die dann abgeladen wird in einem Computer. Nicht? Und das ist das Wesentliche. Und das Wort dann dazu, was ist denn der Körper? Also der Körper ist bloß die Scotch Tape und Klebestoff und so weiter, die das alles zusammenhält. Nicht? Und dann natürlich haben wir Unsterblichkeit, weil man kann natürlich dieses Muster kann man endlos kopieren, also digital ganz genau kopieren und so weiter. Und das ist unsere Zukunft. Und da will ich einfach schließen, leider, weil es später will ich einfach schließen und wieder mal zu dem Gedanken, was ist überhaupt ein Modell? Zurückzukommen. Wenn man so für wenige Minuten oder sogar Sekunden an diese Sache glauben kann, dann kann man doch sehen, dass hier ein Modell hergestellt wird. Und da muss man fragen, also was ist da eingeschlossen und was ist rausgelassen? Und die Lehre heute, also das Dogma, ist einfach, also da ist nichts ausgelassen, nicht? Und das wieder mal enthält die Idee, dass die Idee, die würde ich sagen fast universal verbreitet ist unter uns auch, aber die falsch ist, die Idee, dass der Mensch in seiner Haut der Mensch ist, dass er von seiner Umgebung, seiner unmittelbaren Umgebung und auch weiteren Umgebung getrennt ist. Also dass hier höre ich auf und da fängt die Welt an. Nicht? Und das stimmt nicht. Nicht? Das stimmt nicht. Eine meiner Eigenschaften sozusagen, also was zu mir gehört, ohne dem man mich nicht beschreiben kann, hat mit anderen Menschen zu tun, natürlich, nicht? Dass ich verliebt bin oder dass ich über jemand traue oder dass ich eine Situation irgendwo in der Welt lächerlich finde und so weiter, nicht? Und das hat auch mit Speicherkapazität zu tun. Man fragt manchmal, also wie viel Speicherkapazität haben wir? Nicht? Und die Frage wird gestellt, da will man fragen, also wie viele Bits kann man da oben rumtragen? Außerdem haben wir auch Bits in unserem Ellbogen und so weiter. Wir wissen nicht alles nur oben hier. Aber jedenfalls die Frage, wie viele Bits und so weiter. Aber das stimmt nicht.
Ich weiß, dass dieses Mikrofon hier ist. Nicht? Ich weiß das nicht, weil ich das verinnerlicht habe. Und das ist jetzt eine Information, die ich in meinen Kopf rumtrage. Ich habe es eben gesehen. Die Welt ist mein Speicher. Nicht? Also die meiste Information vielleicht, die ich habe, jedenfalls ein großer Teil der Information, die ich habe, stammt aus der Welt. Nicht? Meine unmittelbare Umgebung zum Beispiel. Und das geht verloren. Nicht? Und das ist vielleicht der wichtigste Verlust dieser Mode von Welterkennung, die uns der Computer gebracht hat. Und schließlich muss ich sagen, naja, es ist ja natürlich nicht sozusagen der Schuld des Computers. Es ist nicht passiv, dass der Computer uns das gebracht hat. Nicht? Wir waren sehr, sehr gut vorbereitet dafür und es gefällt das. Das ist sehr einfach, so zu denken. Und wir glauben dann, dass unsere Probleme gelöst werden kann, ohne die Welt zu verändern. Vielleicht können wir uns selbst verändern, aber die Welt da, die hat mit uns in einem gewissen Sinn nichts zu tun. Na, Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle@ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.